Moin Moin und herzlich willkommen zum 27. Spieltag gegen Würzburg. Wir sind gespannt, ob wir auch heute wieder 3 Punkte einfahren können und das Punktekonto ausbauen. Rein theoretisch sind wir ja schon aufgestiegen. Ich glaube nicht, dass da was schief gehen kann, aber wir wollen ja auch das Spiel trotzdem noch gewinnen. Von daher wünsche ich euch viel Spaß beim Schauen. Hier ist die aktuelle Aufstellung. Ich wünsche euch viel Spaß. Herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde. Heute sind wir hier zu Gast im Hamburger Volksparkstadion. An den Mikrofonen sind auch heute wieder Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und wir freuen uns auf eine Partie in der zweiten Bundesliga. Klingt nach spannendem Fußball. Buschi. Wichtige Ligapartie für beide Seiten, Wolf. Beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzen kann. Treffsicher sind sie ja. Das wollen sie sicher auch heute vor den eigenen Fans zeigen. Und sie haben natürlich auch in dieser Partie beste Chancen. Die Kulisse hier ist wieder mal sensationell, Buschi. Und ich kann nur hoffen, die Mikrofone fangen das auch ein. Das ist Gänsehaut pur, was die Fans hier veranstalten. Und so sieht die Startformation des Hamburger SV heute aus. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Kommen wir zur heutigen Aufstellung der Gäste. Sie greifen heute zu einem offensiven 4-5-1. Ja, sie wollen also mit einem geballten Mittelfeld zum Erfolg kommen, wollen viel Druck ausüben und den Gegner zu Fehlern zwingen. Anpfiff und los geht's. Milner. Und das ist der Ballverlust. Kein Pfiff, Vorteil. Vielleicht können Sie das jetzt ausnutzen. Guter Vorstoß da jetzt. Sieht vielversprechend aus. Sehr guter Einsatz. Jetzt wird's gefährlich. Völlig ohne Probleme kann er hier das Tor verhindern. Pass auf den Flügel. Chance zur Führung. So, geht er gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. Ganz alleine macht er das, schnappt sich den Ball und gibt ihn erst wieder her, als es aus Sicht der Abwehr zu spät ist. Herrliches Tor. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Er freut sich über das Führungstor. Sie setzen sein taktisches Konzept im Moment richtig gut um. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Hermann. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Oh, viel Platz jetzt.
Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Schauen wir nochmal auf die Entstehung dieses Tors. Erst der Steilpass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Der Ballverlust. Chance jetzt. Schön abgeblockt. Jetzt der Eckball. Keeper geht auf Nummer sicher, faustet diese Ecke, gehalten und das war ein richtig schwieriger Ball. Also ich glaube, den haben ehrlich gesagt alle hier schon im Tor gesehen. Super Reflex. Jetzt kommt die Ecke. Ganz stark auf der Linie. Den Kopfball hat er. Weg ist der Ball. Daniel Hägele. Frank Ronstadt. Hartes Einsteigen, aber Vorteil, kein Pfiff. Spiel geht erstmal weiter. Und da ist der Ball wieder weg. Jetzt das Anspiel auf dem Flügel. Hermann. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Kann er was draus machen? Und er gewinnt den Zweikampf. Vorne der Ballgewinn. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Und da ist der Ball wieder weg. Hermann. Ja, mit viel Übersicht. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Gute erste Hälfte. Sie liegen mit 2:0 in Front. Und nach der Pause müssen sie einfach so weitermachen. Das war's für den ersten Durchgang. Jetzt erstmal Pause. Ein beruhigendes 2:2 für unseren HSV. Anpfiff und los geht's. Ich meinte natürlich 2:0, nicht 2:2. Schuss zur Führung.
So, geht ja gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Klasse Chance jetzt. Schön abgeblockt. Keeper geht auf Nummer sicher, faustet diese Ecke erst. Gehalten und das war ein richtig schwieriger Ball. Also ich glaube, den haben ehrlich gesagt alle hier schon. Die Spieler sind zurück. Die zweite Hälfte beginnt. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Zweikampf jetzt. Da kommt der Pass. Tor für den HSV. Hier sehen wir nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst der Steilpass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Frank Ronstadt. Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da nichts ankommt. Moritz Heyer. Klaus Gasula. Ballverlust. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Feig. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Und Ballverlust. Könnte jetzt was werden. Freistoß jetzt vielleicht. Ist das die Chance? Jetzt kommt der Wechsel. Wichtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen. Und jetzt sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Der Versuch war gut, aber der Keeper war auf dem Posten. War ein klasse Schuss. Und die Kollegen dürfen sich beim Torhüter bedanken, dass er das Ding verhindert hat. Möchten auch Sie Ihre Liebsten grüßen? Dann schicken Sie jetzt Ihre Botschaft an die angezeigte Telefonnummer. Milner bringt die Ecke rein. Nein, er kann diese Chance nicht nutzen. Ja, den Kopfball hat er nie richtig unter Kontrolle bekommen. Da fehlt doch einiges und er wird sich ärgern. Das war leider nichts. Die Gelegenheit lassen Sie aus. Gute Hereingabe. Der Abschluss nicht.
Feig. Die Gäste werden wechseln. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Sie holen sich den Ball. Ja, energischer Vorstoß. Ball im Aus, Klasse 2 Kampf, Einwurf jetzt. Jetzt kommt hier der Wechsel. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Ja, das ist ein guter Pass. Was macht er draus? Da hätte er fast den Doppelpack geschnürt. Noch ist genug Zeit, kann noch klappen. Man soll ja nicht zu früh loben, aber hier waren sie so überlegen. Das bringen sie auch noch über die letzten Minuten, da bin ich sicher. Sie bringen den hohen Ball. Stark, das war's mit der Chance. Ich sehe Bewegung auf der Bank, es gibt gleich den Wechsel. Moritz Heyer. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Da, der Konter. In der Bendeler Arena hat sich was getan, und zwar ein Tor. Im Studio gibt es die Infos für uns. Wir haben hier das erste Tor für Paderborn. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind 87 Minuten. Danke für dieses kurze Update. Gefährlich jetzt. Was für eine Aktion. So, gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Das Spiel ist aus. Die Gastgeber gewinnen also diese Partie. Das ist schon ziemlich beeindruckend, wie sie heute aufgetreten sind. Man hat gemerkt, sie wollten dieses Spiel unbedingt für sich entscheiden. Anpfiff und los geht's. Chance zur Führung. So, geht er gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Klasse Chance jetzt. Schön abgeblockt. Keeper geht auf Nummer sicher, faustet diese Ecke erst. Gehalten, und das war ein richtig schwieriger Ball. Also ich glaube, den haben ehrlich gesagt alle hier schon im Tor gesehen. Super Riff. Für den HSV. Wichtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen.
Was macht er draus? Da hätte er fast den Doppelpack geschnürt. Noch ist genug Zeit, kann noch klappen. Ein schöner 3:0-Erfolg für unseren HSV. Damit bedanke ich mich beim Zuschauen und wünsche viel Spaß mit den weiteren Spielen. Lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da und schreibt mir fleißig in die Kommentare. Ich bedanke mich bei euch. Tschüss!